Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Reihe C++ Tutorial. Es geht hier weniger explizit um C++ selbst, sondern es geht hier vielmehr um Algorithmen, die man unter anderem natürlich auch in C++, aber auch vielen anderen Programmiersprachen benutzt und kennt. Und hier in dieser Reihe möchte ich mit euch nach und nach einige Algorithmen kennenlernen und in C++ implementieren. Allerdings zuvor allgemein vorher überhaupt beschreiben, wie dieser Algorithmus denn funktioniert. Und in diesem ersten Video entsprechend geht es um den Bubble Sort. Da habe ich eine schöne Animation aus Wikipedia. So sieht die Animation aus. Wir müssen uns vorstellen, Bubble Sort ist ein Sortieralgorithmus. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Zahlen. Diese Balken stellen unterschiedliche beispielsweise Zahlen dar. Und die unterschiedlichen Höhen der Balken repräsentieren unterschiedliche Größen von Zahlen. Das heißt, die kleinen Balken sind kleine Zahlen und das sind große Zahlen. Und der Bubble Sort Algorithmus funktioniert so, dass entsprechend von rechts angesehen die Werte nach vorne hin verglichen werden und praktisch eine gewisse Reihenfolge von rechts nach links oder von links nach rechts sortiert wird. Dieses Diagramm finde ich ein bisschen verwirrend, weil hier die Reihenfolge, die Sortierung von rechts nach links abläuft. Anders betrachtet können wir uns vorstellen, ich versuche es mal anhand von OpenOffice nochmal genauer zu erläutern. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, ich will kein Textdokument, sondern ich möchte gerne ein Tabellendokument. Und gehen wir davon aus, Sortieralgorithmen brauchen wir halt, um entweder Zahlen zu sortieren oder vielleicht Zeichenketten nach dem ASCII, nach Alphabet sortieren. Wir wollen Datensätze anhand einer ID sortieren, nach Namen, nach Buchstaben, wie auch immer. Und als Beispiel nehme ich hier Zahlen. Wir haben eine Liste von Zahlen, also mehrere Zahlen, die sind wild durcheinander. Wir müssen uns vorstellen, die Liste geht von links nach rechts. Dementsprechend mache ich das mal so, dass ich hier Kacheln setze. Die sind natürlich super sichtbar. Zoome ich mal hoch auf. Ja, so wäre es besser. So. Und der Bubble Sort Algorithmus funktioniert so, dass von rechts angefangen nach links sortiert wird. Der Bubble Sort Algorithmus nimmt also sich die erste Zahl. Hier ist also ein Zeiger. Das mache ich mal so. Hier ist der Zeiger, nenne ich den mal I, nee, J besser. Und der Zeiger J nimmt sich diese Zahl und vergleicht diese Zahl mit seinem Vorgänger. Ist die Zahl kleiner, werden die Zahlen vertauscht. Das, die 11 ist natürlich ein bisschen blöd gewählt. Davon ist auch eine 1, das heißt, ich mache mal hier eine 11 rein. So, also Schritt 1, nimm die letzte Zahl, vergleiche sie mit dem Vorgänger. Die Zahlen werden miteinander verglichen, die kleinere Zahl wird nach vorne getauscht. Das heißt, erste Bedingung, es wird geprüft. Ist die Zahl, die vor ihm liegt, kleiner, dann tausche. Das heißt, im nächsten Schritt wird dann entsprechend diese Zahl miteinander vertauscht. Die 11, die 2 kommt hier hin, die 11 hier hin. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, die Zahlen wurden jetzt vertauscht. Und J wandert entsprechend dann eins weiter, von rechts nach links. Und das macht er jetzt die ganze Liste durch. Jetzt vergleicht er die 2 mit der 69. Die 2 ist kleiner, also tauschen. Getauscht. J wandert eins weiter nach links. Jetzt vergleicht J die Zahl, auf die er zeigt, mit dem Vorgänger. Ja, ist kleiner, also tauschen. Wandert eins nach vorne. Die Zahl ist kleiner, ja, tauschen. Also es werden immer die zwei, die Zahl, die auf die er zeigt, und der Vorgänger. Die werden immer miteinander verglichen. 2 ist kleiner, deswegen wird getauscht. Jetzt zeigt J hierhin. 2 und 1. 2 ist nicht kleiner als 1. Kein Problem, tauschen wir halt eben nicht. J wandert 1 nach links. 1 und 5. 1 ist kleiner als 5, also wird getauscht. Und das war's. J wandert nicht bis hierhin, weil wenn J jetzt hier wäre, dann müsste J mit dem Vorgänger von dem vergleichen und hätte ein Problem. Gibt es nämlich nicht. Das heißt, J bleibt hier stehen. J geht also bis zum
zweiten Element bis zum vorletzten sozusagen. Ob man von rechts nach links laufen oder von links nach rechts ist egal, immer bis zum vorletzten Element. Das war für die J das erste Element und ist das sein entsprechend sein vorletztes Element. Dementsprechend ist die 1 komplett vorne angekommen und die Liste ist abgehakt. Das heißt hier entsprechend grün. Im nächsten Durchlauf muss J entsprechend die gleiche Prinzip nochmal durchlaufen, nur dass er diesmal nur noch bis zu dieser Grenze läuft. Das heißt, sein vorletztes Element wird dann die 2 sein. Weil er braucht nicht mal bis hierhin zu laufen, die 2 hat er vorhin verglichen. Die 1 ist jetzt an der richtigen Stelle. Das heißt, im nächsten Schritt muss J wieder von vorne anfangen. Die 2 werden verglichen und vertauscht. J ist jetzt hier. Die 7 ist kleiner, das bleibt also da stehen. J wandert vor. Welche ist kleiner? Die linke. Also die werden verglichen. Also 7 wird nicht vorgetauscht. Ist die 3 kleiner als die 2? Nö. Wird also nicht getauscht. J wandert weiter nach links. Und 2, 5. 2 ist kleiner als wird getauscht. Und das war's. J bleibt da stehen. Das heißt, J wandert bis zur Markierung, ist jetzt an die Stelle sozusagen das für J das letzte Element. Und geht bis zum vorletzten Element. Das heißt, wir brauchen im Prinzip auch sowas wie einen Zeiger, der von links nach rechts wandert. Und dafür benutzen wir I. Im ersten Durchlauf hatten wir I hier. Na, jetzt habe ich das falsch gefärbt. Im ersten Durchlauf sieht es dann so aus. I zeigt auf den Wert, J zeigt auf den Wert. Und J wandert bis I entgegen, bleibt aber eins davor stehen und vergleicht die einzelnen Werte. Ist dieser also erste Durchgang durch und eins ist jetzt an der richtigen Stelle, wurde also vorgetauscht, wandert I um eins nach vorne und J wandert wieder zurück und vergleicht, die 3 ist kleiner, wird vorgetauscht, vergleicht, braucht nicht zu tauschen, fertig. Das heißt, J ist dann fertig, wenn er 1 vor i gelandet ist. Das wird auch so eingefärbt. Damit ist die Runde durch. I wandert an die Stelle. J wandert zurück an die Stelle. I wandert um 1 nach oben. Also nach rechts in dem Fall. Und das gleiche Prinzip nochmal. Die werden verglichen. Die werden verglichen. Die werden verglichen. Die werden verglichen. Am Ende ist die 3 ganz vorne. I wandert 1 nach vorne. Das heißt, I markiert sozusagen die sortierte Liste. Und stellt die Grenze da zur unsortierten. Verglichen, verglichen, verglichen. Reihenfolge passt sogar. Fertig. I wandert 1 nach links. Rechts. J vergleicht, vergleicht. Ist durch. Vergleicht. Also wenn I dann entsprechend hier steht, muss J natürlich nochmal letztes Mal vergleichen. Nach dem Vergleich tauschen. Nach dem Tauschen prüfen, bin ich jetzt vor JI angekommen? Bin ich. Das heißt, ich wandere nicht weiter, hab getauscht und die Liste ist fertig. I wandert also auch 1 nach vorne. J wieder an der letzten Stelle. Wenn I und J sich an derselben Stelle treffen, heißt es, aha, wir haben das letzte Element. Das heißt, es bleibt da, wo es ist. Und wir sind fertig mit der Sortierung. Das war Bubble Sort. Und das wollen wir jetzt implementieren. Bei Gelegenheit kann ich natürlich auch hergehen und ein Struktogramm zum Bubble Sort zeigen, das macht natürlich durchaus Sinn. Also wir haben zwei Schleifen und irgendwie sind sie miteinander abhängig. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Schleifen, die wir ineinander verschachteln. Warum das so ist? Na gut, J läuft ja jedes Mal bis gegen I. Das werden wir sehen, wenn ich das ausprogrammiert habe, wird es hoffentlich geläufiger. Ich habe natürlich hier i gleich 0. I fängt an der nullten Stelle an. I wandert bis. Ich brauche natürlich eine unsortierte Liste erstmal. Liste von beispielsweise 10 Elementen. Die initialisiere ich auch gleich mit i-val, weil sie einfach irgendwelche verschiedenen Werte. 2, 4, 6, 8. 9 und 10. Habe hier 10 Elemente hier drinne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, habe ich nicht. 10. 2, 4,
4, 6, 8, 10, 11. Ach, hatte ich doch. So, wir wissen ja, meine Liste ist 10 Elemente groß. Das heißt, i wandert bis kleiner 10. Also in der Informatik fangen wir an bei 0 zu 10. Das ist 0 ist das erste Element und 9 ist das letzte Element. Das heißt, es muss bis kleiner 10 laufen. Bis 9. Das heißt, i darf nur bis 9. zur 9. Stelle laufen. Das drücken wir hiermit aus. Also bitte bis kleiner 10. Ich kann auch kleiner gleich 9 schreiben. Aber dann kommen wir hier haben wir 10 und hier 9. Nicht, dass wir, das sollte man so einheitlich wie möglich machen, dass ich, wenn ich hier einen konstanten Wert drin habe, zum Beispiel n, und sage const n ist meine Anzahl der Elemente, dann bin ich jetzt, hier habe ich dann zwei Orte, an denen ich meine Veränderungen wieder vornehmen muss. Wenn ich nur n reinschreibe, habe ich es nur an einer Stelle und bin unabhängig. Das heißt, wenn ich hier was ändere, 50 reinschreibe, geht die Schleife auf 50 und meine Liste ist 50 groß. Wenn ich hier nur 5 Elemente habe, wird die Schleife sich automatisch dran anpassen. Dementsprechend sollte man kleiner n machen, diese Variante, weil es sind zwar 5 Elemente, allerdings nur 4 Stellen, also kleiner n. So haben wir aber nicht 5, sondern 10 Stellen, das heißt kleiner n, kleiner 10 sozusagen. Und plus plus i. Jetzt wandert sozusagen i in der ersten Schleife von dem 0. bis zum 9. Element. Was soll dann in der Schleife denn passieren? Für die erste Stelle und für die zweite Stelle und für die dritte? Na, es soll j laufen und zwar von rechts nach links immer mir entgegenkommen. Das soll so lange passieren, bis er bei mir angekommen ist, dann springe ich um 1 nach hoch. Dann warte ich, bis j mir entgegenkommen ist, dann warte ich, springe ich 1 nach vorne. Also ich bin jetzt i und bin jetzt hier. Dann warte ich, bis j mir entgegenkommt, aha, angekommen, jetzt springe ich 1 nach vorne. Das heißt, in mir steckt eine Schleife, und zwar j, das entsprechend immer seine so viele Durchgänge macht, wie er bis bei mir angekommen ist. Das ist natürlich ein bisschen viel, aber ich denke mal, das wird auch gleich geläufig. J zeigt natürlich auf das letzte Element, das heißt auf n-1. Also ist j gleich n-1, also 9. Somit sind wir durch n-1 auch unabhängig. Wir können jetzt hier 20 Elemente machen und haben automatisch j entsprechend an der letzten Stelle. Das sollte also immer möglichst so allgemein wie möglich gehalten werden. Int j n gleich minus 1. Wir wollen, wie lange soll, das ist jetzt die Bedingung, wie lange soll j laufen? Bis größer i. Sobald j bei i angekommen ist, wir wissen ja, das sind ja echte Zahlen, ganzwertige Zahlen. I erreicht, zählt von 0 bis 10, beziehungsweise 0 bis 9 und j von 9 bis runter auf 1, beziehungsweise i entgegen. Dementsprechend können wir die beiden in Vergleich setzen, weil beide echte ganze Zahlenwerte haben und dementsprechend j als Zahlenwert immer größer ist als i und nie kleiner sein darf. Das heißt, die Schleife läuft so lange, wie j größer als i ist. Ist j bei i angekommen oder kleiner, dann sollte es möglichst schon längst abgebrochen sein, diese Schleife. Dementsprechend, weil wir bei 9 sind, wollen wir runterzählen, müssen wir natürlich j verkleinern. Minus minus j. Oder j minus minus j. Oder i plus plus. Das liegt an euch, ob ihr die Präfix- oder Postfix-Variante benutzen wollt. Ich habe mir angewöhnt, dass ich grundsätzlich immer die Präfix-Variante schreibe, einfach aus Gewohnheit. Das liegt nämlich daran, hier spielt es für mich keine Rolle, ob erst, ja gut, in Schleifen ist es vollkommen egal, es wird eh um 1 erhöht, erst wenn die Schleife vorbei ist, dementsprechend ist Post oder Präfix überhaupt irrelevant. Die Ausführung wird dann erst gemacht, wenn ich hier am Ende angekommen bin. Und bis dahin ist die Information schon längst gelesen worden und das wird dann, ja, hat keinen Performance-Vorteil, wenn man das so oder so macht. Gut, ich will jetzt nicht zu sehr vom Thema abschweifen, deswegen belasse ich es einfach mal dabei. Jetzt habe ich diese innere Schleife, die entsprechend abhängig ist von der Schleife, habe also jetzt eine Verschachtelung. Und was will ich denn da drinnen machen? Ich habe gesagt, j ist jetzt hier, soll die beiden vergleichen. J zeigt auf seine Zahl und die 1 davor soll er vergleichen. Das heißt, wir vergleichen. If unser Array heißt der Liste und unser Index ist ja j. So, ist mein j
kleiner als mein Vorgänger, dann tausche. Ist mein J kleiner, gleich oder kleiner als mein Vorgänger, das heißt Liste. Das heißt, mein Vorgänger ist, bin ich, minus, minus 1. Weil wir wollen ja in der Zahlenwert kleiner werden, um den Vorgänger zu bekommen. Das ist die 9. Stelle, das ist die 8. Stelle, deswegen muss ich minus 1 rechnen, um auf die 8. Stelle zu kommen. Und das habe ich verglichen und wenn das der Fall ist, möchte ich tauschen. Ich führe eine temporäre Variable ein, die ich temp, einfach tmp nenne. Könnt ihr auch wählen, wie ihr wollt. Und die bekommt jetzt den Wert Liste J. Weil, wenn ich die Zahl miteinander vertauschen möchte, kann ich das nicht einfach so machen, wie ich es hier gemacht habe. Sondern gehen wir davon aus, ich will die zwei tauschen. Das löschen wir alles raus. Keine Füllung. Keine Füllung. Ich will jetzt 1 mit 2 tauschen. Dann muss ich, kann ich die 2 nicht einfach hier reinschreiben, dann ist die 1 verloren. Oder die 1 kann ich nicht da reinschreiben, da ist die 2 nämlich verloren. Ich muss hergehen und sagen, weil wir hier im Rechner sind und die Werte irgendwie immer irgendwie sichern und speichern müssen, sagen wir einfach, wenn x ja die 1 hat und y die 2, x zeigt gerade dahin und y zeigt dahin, dann nehmen wir eine temporäre Variable temp. Komm, ich mach's wenn schon richtig. I und J. I und J. Beziehungsweise, das ist ja J minus 1. Verzeihung, das ist J minus 1. So. J ist diese Zahl, die steckt wirklich in der Liste drin. Die Zahl steckt in der Liste drin und die kriegen wir über J minus 1. So viel ist ja klar. J zeigt aktuell auf 2. Und wir wollen jetzt J minus 1 mit der 2 tauschen. Also das sind unsere Variablen und das ist unser Wert, der drin steckt. Wenn wir jetzt die Zahl miteinander tauschen wollen, sichern wir uns die Zahl, auf denen wir zeigen, oder wir sichern uns den Vorgänger. In dem Fall habe ich gesagt, ich sichere mir, auf den ich gerade zeige, führe eine Temp-Variable ein und gebe ihm den Wert, auf dem ich zeige. Jetzt kann ich meinen Vorgängerwert nehmen und das in meinen aktuellen Ort reinschreiben, indem ich den Wert hier nehme und da reinschreibe. Und greife jetzt auf meinen Vorgänger zu und sage, du bist jetzt Temp. Und somit habe ich einen Tausch gemacht über 3 Variablen. Das heißt, ich brauche zwangsläufig diese Variable. Und ich habe getauscht, J ist jetzt 1 und J, das ist 2. Das passt. Das mache ich jetzt hier an der Stelle. Indem ich einfach Temp die Liste J gebe. Das bedeutet also, für Liste J habe ich jetzt Platz geschaffen. Ich habe den Wert, den ich jetzt gesichert habe, Liste J habe ich ja gesichert. Den kann ich jetzt beruhigt überschreiben, und zwar durch meinen Vorgänger. Ich möchte ja den Wert von meinem Vorgänger hier drinnen stehen haben, jetzt wegen dem Tausch. Das heißt, mein Vorgänger steht jetzt in J drinne. Das heißt, jetzt kann mein Vorgänger auch überschrieben werden. Das ist J minus 1 und der bekommt natürlich den gesicherten Wert. Jetzt spätestens merken wir, wenn wir das nicht gemacht haben, wäre unser Wert verloren gegangen. Hier haben wir ihn gesichert in Temp. Können entweder jetzt hier den Temp-Wert reinschreiben. Das war's auch schon. Ich müsste jetzt mal gucken. See out. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das grundsätzlich geht mit Variablen. Ich bin ein bisschen länger draußen, wie gesagt. Das müsste ein Zeiger ausgeben hier. Ich habe natürlich auch kein System. Pause. Gucken wir mal, was da rauskommt. Da müsste eigentlich... Ja, genau. Ja, so geht es leider nicht. Schade, 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 schade. Brauche ich eine Schleife? Das mache ich einfach so, indem ich das so kopiere. Das brauche ich übrigens nicht. Dann lasse ich i laufen. I gleich 0. I kleiner n. Und plus plus i. Und will entsprechend die Liste ausgeben. Mache mal sie out. Liste. I möchte jetzt die wirklichen Werte haben und das mache ich immer mit einer Leerzeile dazwischen. Und hier mache ich noch ein Cout Endline. Ich gebe vorher aber natürlich noch was aus. Cout sortiert Backslash N. Ja. Das mache ich mal auch so. Und vor dem Sortieren möchte ich die natürlich die unsortierte Liste ausgeben, um zu testen, zum Vergleich halt. Unsortiert.
So, dann habe ich hier die unsortierte Liste und die sortierte Liste. Gebe ich es mal aus, gucke, ob das tut. Unsortiert, wie ich sie hier definiert habe. 5, 4, 6, 91, 1, 2, 9, 15 und so weiter. Und sortiert. Ich habe hier zwei Zweien drin, das sehe ich gerade. Deswegen haben wir auch hier zwei Zweien. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 9, 15, 41, 91. Die Liste ist sortiert. Ich kann natürlich das umgekehrt sortieren. Ich will jetzt nicht nach von klein nach groß, sondern groß nach klein. Dann muss eben entsprechend nur das hier, diese Bedingungen umdrehen. Vergleich. Also ich will jetzt nicht nach größer nach klein, sondern nach klein nach groß tauschen. Oder umgekehrt. Und habe hier eine umgekehrte Sortierung. Von groß nach klein. Und das war's schon. Das ist der Bubble Sort. So funktioniert der, so wie der implementiert. Wenn ich das jetzt in eine Funktion verpacke, kann ich ihm ein Array mitgeben oder Strings. Müssten eigentlich auch, ne, Chars funktionieren. Strings ist dann noch so ein Einzelfall. Aber man kann dann, das ist halt allgemein der Algorithmus, wenn man es schafft, natürlich nicht über, man kann später auch über Iteratoren auf die einzelnen Objekte, die verglichen werden, zugreifen und, und. Also der Algorithmus ist, egal ob man jetzt Objekte sortiert, Klassen, also Klassenobjekte, Variablen, Basisdatentypen etc., so funktioniert der Algorithmus. Das Prinzip ist hier immer gleich. Gut, so viel dazu. Das war der Bubble Sort. Im nächsten Teil werden wir wahrscheinlich entweder den Insertion Sort kennenlernen. Selection Sort gibt es noch. Es gibt den Quick Sort. Ein sehr schöner, komplizierter, aber ein schöner Algorithmus, das ich finde. Merge Sort. Das sind halt die Sortieralgorithmen. Und weitere Algorithmen, die jetzt nichts mit Sortieren zu tun hat, sondern vielleicht mal Suche. Binary Search, die Binärsuche. Was sehr, wenn man das verstanden hat, eigentlich sehr einfach ist. Und auch sehr schön ist. Und in diesem Teil werden wir halt Algorithmen kennenlernen, die euch anhand von C++ zeigen werde. Und ich hoffe, ihr werdet hier mit mir gemeinsam viel Spaß haben. Viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zusehen, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.